Morgens um 8:30 in Spanien. Genau. Hinter uns liegt eine lange Nacht und vor uns liegt Ibiza. Stimmt. Was gibt's mehr? Schönes Wetter, viel Bier und Spaß heute. Heute ist, was ist heute für ein Tag? Ich muss dich mal kurz unterbrechen. Heute haben wir den 14. Den 14.04. Und sind wo? Wo sind wir? Wir sind gerade am Anlegen in Ibiza. In Ibiza. Ich war noch nie in Ibiza. Ich auch nicht. Deswegen umso geiler. Die Temperatur ist absolut perfekt. Sowohl sonnenmäßig als auch kaffeemäßig. Es geht uns ganz wunderfrei. Wie ist denn sonst das Wohlbefinden auf dem Schiff? Wie ist eure Kabine und so? Und habt ihr eine Kabine? Ja. Wir haben eine Kabine. Wir teilen sie uns zu dritt. Also bei uns gibt es keinen Rockstar-Scheiß. Wir liegen alle aufeinander rum und furzen uns gegenseitig an. It's pretty sweet, dude. Ich habe eine Innenkabine mit Balkon. Bonze. Kann man mal sehen. Ich überlege mir das nochmal mit den Musik machen. Irgendwas mache ich falsch. Nein, alles geil. Uhr morgens, jetzt ist hier Schiff verlassen angesagt und jetzt wird die Insel erobert. Landgang auf Ibiza. Was für ein wundervoller, herzlicher Empfang hier auf Ibiza. Die tanzen für uns und musizieren. Boah, die sind genauso gut drauf wie wir hier. Mitternachtssonne oder wie wir im Norden sagen, Vollmond. Ja. Hey. Sie hat die Rettungsweste weggelassen diesmal. Die Rettungswesten bitte an Bord lassen. Wie bitte? Die Rettungswesten das an Bord. Das ist meine Jackenwäsche. Also. Ja, du kleiner Schelm. Das hast du aber nett gesagt. Bist du das Maskottchen von der Truppe? Ich bin die Reiseführer. Ja. Die Gleisereiterin. Betreutes Metal. Genau. So, die orange Jacke geht los. Ja. Bye. Hau rein. Ciao. Das finde ich gut, dass du nach 2 Jahren das endlich begriffen hast, dass die Rettungswesten an Bord bleiben. Viel Spaß. Hola. Hola. Kamerin Diaz. Yeah. Wo möchtest du hingehen? Wo muss ich denn hin, wenn ich auf Ibiza bin? Was muss ich gesehen haben? Ibiza one day. In Espanol oder Alemann? Nein, Alemann. Calle de la Virgen, Straße der Jungfrau, da ist heute Heavy Metal Straßenfest. Heavy Metal Straßenfest? Heavy Metal Straßenfest. Der Jungfrau? So sieht's aus, genau. Da lassen wir es mal krachen, weil die Jungfrau braucht das. Und hier, da ist das Hardrock Café. Ja. Adios. Das ist der Sänger von Dragon Force. This is the singer from Dragon Force. The lead singer, der singt Lieder. What are your impressions about the travel, about the Full Metal Cruise? It's cool. Actually, I've never been on a boat where the alcohol's free. So I'm feeling it today. I feel like shit. So we were drinking last night after the show, but it was cool. The fans were good and they were quite happy to see us. Yeah, like you said, they may not have even known Dragon Force were playing on the boat. And then we played last night and there was people coming to see us. Yeah, that's so amazing. Yeah, we had to, we're on tour already. Yeah. So we flew from Moscow to here. Okay. So we were in Russia and we fly here just for this show because of, you know, Rage couldn't play. So yeah, for us it's been a bit of a crazy one, just like traveling, last minute, but it was a lot of fun, it was cool. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. My cam is unsharp, but I think it's not the cam. Oh, yes, right, it works. Ari! Good morning! Mittag. How are you? Very good. Great show yesterday. Thank you. Yes.
It was a lot of fun. Enjoy it. We too. Ah! You look very ausgeschliebt. Ausgeschliebt. Sind wir schon da? Fast. Heute ist Dienstag. Und wir sind schon wieder in Spanien. Gestern waren wir auch in Spanien. Unglaublich, oder? Wahnsinn. So, da sind wir mal gemütlich angekommen im Hard Rock Café auf Ibiza. Und jetzt geht's hinein, denn da gibt's jetzt eine Autogrammstunde mit Doro und mit Udo und mit Martin und mit Marc und mit Basmas und also alles, was so Rang und Namen hat. Harry, hey, how are you doing? Hey, Harry and Harry. Nice to meet you. Oh, the Harrys. Yeah. Nice to see you, man. So, we'll see, and we are playing tonight here on the castle upstairs, and yeah, a lot of people are coming, so see you there. I wonder, will the castle survive Udo Dirkschneider? Wir sind jetzt auf der Castle Dalvela. Ja! Das ist schon ganz schön fies. Das ist total brutal hier, den Berg hoch. Bienvenidos a Ibiza. Hier in Katalan, benvingut a Ibiza. Leute, das ist Fitti, der hat mich gerade hier vorne abgeholt und bringt mich jetzt zu einem Sauerstoffzelt. Wie hoch sind wir, Fitti, über... Also wir sind hier, meinem Atem nach zu urteilen und auch von meinem lieben Harry Dahmer zu urteilen, 7938 mm hoch und wir können beide nicht mehr. Und wir gehen jetzt erstmal einen trinken. Hier gibt es nämlich Yerbas Ibizenka. Wisst ihr, was das ist? Früher war das hier Medizin. Dann haben die das irgendwie umgewandelt in Alkohol. Und dann hauen wir uns jetzt rein. Bis nachher. So machen wir das. Guter Plan. This is the lip and press area beim Ibiza Open Air mit Udo. Ibiza 2015. Wir machen hier Full Metal Cruise mit Udo und Fitti. Wir werden gerade gefilmt von jemandem. Ja. Und sollen irgendwelche Sprüche von uns geben. Nee, was soll man sagen? Wunderbar, alles hervorragend, Organisation hervorragend. Auch danke von Herrn zu Wienhold. Der kommt gleich. Ja. Nee, alles wunderbar und wir freuen uns auf heute Abend. Ich glaube, das wird ein guter Event werden, oder? Ja, Harry hat Spaß. Ja, und wir werden jetzt ganz dekadent Fischstäbchen essen gehen. Genau. genau. Wie gefällt euch die Location? Cool. Prost. Sorry. This is my luck.
sind alle zurück vom Landkonzert mit Udo. Und jetzt geht's zurück aufs Schiff. Und dann werden wir in See stechen Richtung Palma.